vielen Dank für die Einladung, für die spontane Einladung. Ich freue mich sehr, mit Ihnen, mit euch ein paar Gedanken austauschen zu können. Als ich gefragt wurde, zu welchem Thema ich spreche, habe ich nicht zugegeben, dass es mir oft schwer fällt, griffige Überschriften zu finden. Deswegen habe ich mich für etwas Langweiliges entschieden. Ohne Frieden keine Entwicklung, ohne Entwicklung kein Frieden. Das hört sich sehr theoretisch an, aber ich werde versuchen, mit ein paar Beispielen das so mit Leben zu füllen, dass an der einen oder der anderen Stelle ein paar interessante Zusammenhänge vielleicht zum Ausdruck kommen können, die für euch, für eure Arbeit relevant sein können. Mein Name ist Boniface Mabanza, ursprünglich aus der Demokratischen Republik Kongo. Ich habe Philosophie, Literaturwissenschaften und Theologie studiert, in Kinshasa zunächst und dann an der Universität Münster promoviert. Anschließend habe ich ein Konfliktmanagement absolviert. Und seit 2008 arbeite ich beruflich von Heidelberg aus als Koordinator für die kirchliche Arbeitsstelle Südliches Afrika in der Region. Das ist eine Servicestelle, die 1996, 2 Jahre nach den ersten demokratischen Wahlen in Südafrika, gegründet wurde, mit der Idee, die Anti-Apartheid-Bewegung in Deutschland, in Europa auf die neuen Herausforderungen in Südafrika und im südlichen Afrika einzustellen. Weil im Kontext von damals diese Erkenntnis gab, dass eine Demobilisierung begann, weil viele Menschen den Eindruck hatten, dass mit der Machtübernahme durch den African National Congress auch sozusagen die Notwendigkeit, sich für Südafrika und für südliche Afrika zu engagieren, nicht mehr gegeben war. Und in der Vision der Gründer dieser Arbeitsstelle war es klar, dass es vielleicht leichter ist, sich zu mobilisieren, wenn die Unterdrückung, das ist Thema im ersten Teil, wie ich mitbekommen habe, wenn die Unterdrückung ganz klar ist, zum Beispiel verbunden mit einem Unrechtsregime, das auch direkte personale Gewalt ausübt. Aber wenn die Unterdrückung strukturell ist, sie läuft durch Mechanismen wie Handel, wie Verschuldung, wie Verteilung von Ressourcen, dann ist es schwieriger, Menschen zu mobilisieren. Aber die Gewalt, die so ausgeübt wird, ist nicht weniger bedeutsam für das Leben der Menschen. Deswegen arbeiten wir von Anfang an zu Fragen wie Welthandel, Entschuldung, Unternehmensverantwortung, Entschädigung der Apartheidsopfer, aber auch zum Thema Land und Landfrage vor dem Hintergrund der kolonialen Enteignungen, die im südlichen Afrika stattgefunden haben. Darüber hinaus arbeite ich auch als Trainer für entwicklungspolitische Fragen. Und vor allem für Antirassismus. Ja, ich bin unter anderem auch beschäftigt in der Fachkommission für die Ursachen der Bundesregierung, die seit einem Jahr damit beschäftigt ist, Ursachen von Flucht und Migration weltweit zu analysieren
und Empfehlungen für die Bundesregierung und für den Bundestag zu formulieren. Zurück zu meinem Thema. Ich würde so beginnen. Von Frieden und von Entwicklung zu sprechen, ist nicht einfach. Ich glaube, was Frieden angeht, habt ihr euch im ersten Teil, wie ich in den letzten 5 Minuten ein bisschen mitbekommen habe, mit dem Thema auseinandergesetzt. Nichtsdestotrotz würde ich gerne wieder auf die Begrifflichkeiten zurückkommen, damit wir das als Zugang nehmen. Wenn ich von Entwicklung spreche in diesem Zusammenhang, ist mir bewusst, dass Entwicklung ein umstrittener Begriff ist. Umstritten, weil es keine allgemeingültige Definition von Entwicklung gibt. Wenn ich von Entwicklung spreche, hier ist mir bewusst, dass Entwicklung ein ideologiebehafteter Begriff ist. Das ist behaftet im Kontext von Modernität. Von ungefähr hieß die erste Entwicklungsdekade, die die Vereinten Nationen in Gang gesetzt haben, 1960. In einem Kontext definiert, der sich als Kontext der Modernisierungstheorie. Warum Modernisierungstheorie? Weil Entwicklung als ein Prozess der Anpassung an Modernität angesehen wurde. Das heißt, alles, was Traditionen ist, wurde als Hindernis zum Prozess der Entwicklung angesehen, und Entwicklung geschieht dann durch den Prozess des Transfers von Technologie, von Wissen, von Kapital, aber auch von Experten aus den sogenannten entwickelten Gesellschaften in die sogenannten unterentwickelten Gesellschaften. Also diese Behaftung in der Modernitätsideologie ist mir bewusst. Und ich möchte, dass wir uns die auch vor Augen führen von Anfang an. Eine andere Ideologie, das ist der Marktfundamentalismus. Entwicklung wurde von Anfang an definiert als etwas, was sozusagen durch Markt geschieht, und in der Entwicklung der Entwicklungszusammenarbeit können wir feststellen, dass zum Beispiel ab den 80er Jahren sich ein Marktfundamentalismus etabliert hat, mit den sogenannten Strukturanpassungsprogrammen der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds, nach dem Motto, die schöpferischen Kräfte des Marktes müssen befreit werden von staatlichen Regulierung und Bürokratisierung. Sozusagen, wenn wir weniger Staat haben, dann regelt der Markt die Probleme. Das ist auch interessant zu erwähnen, gerade in diesem Kontext, in dem wir jetzt leben. Ich habe einen Text geschrieben, den ich noch nicht veröffentlicht habe, zu Beginn der Corona-Pandemie. In diesem Text versuche ich unter anderem zu reflektieren, warum der Staat plötzlich so sexy geworden ist im Kontext von Corona. Alle wollen gerettet werden, und zwar vom Staat. Alle finden den Staat plötzlich toll. Vielleicht nicht so toll, wenn er irgendwelche Maßnahmen
trifft, um Menschen zu schützen. Aber wenn es darum geht, Sektoren, die in Schwierigkeiten geraten, zu retten, dann ist der Staat gut. Wir haben das mit Lufthansa gesehen, wir sehen das mit der Hotelbranche und vielen, vielen anderen. Und eine andere Ideologie, die es zu erwähnen gilt von Anfang an, ist die Ideologie der Nationen, Nationalstaaten, Nationalstaatlichkeit, Nationenbildung. Ich erwähne das auch deswegen, weil das in vielen Kontexten auch ein Problem sein kann, gerade im Kontext von Afrika, wo wir Nationalstaaten haben, die eine willkürlichen Grenzziehung unterliegen. Es sind Vertreter von ein paar europäischen Ländern, die sich in Berlin getroffen haben und einen ganzen Kontinent bernilisiert haben. Und das ist die Referenzgröße heute, um auch über Entwicklung zu sprechen. Aber wir sehen von den Bewegungen der Völker, zum Beispiel in Westafrika, dass es welche gibt, die sich mit Nationalstaaten nicht so identifizieren können und wollen und sich auch für eine Bewegungsfreiheit eingesetzt haben, jenseits der Nationalstaaten. Und wenn wir von Entwicklung sprechen, sprechen wir auch von einem System, von einem Referenzrahmen, der Machtinteressen verschleiern kann. Unter Entwicklung kann man sehr viel kaschieren. Man kann zum Beispiel auch kaschieren, dass gerade reiche Länder große Interessen an Rohstoffen haben, an Rohstoffausbeutung, wo sozusagen Instrumente der Entwicklungszusammenarbeit auch genutzt werden kann, um Zugang zu Ressourcen der anderen zu ermöglichen. Zugang zu Absatzmärkten, die Produkte, die wir haben im Überfluss, im Agrarbereich, aber auch in der Industrie, für die wir Märkte brauchen, Zugang zu diesen Absatzmärkten kann auch verschleiert werden unter der Ideologie der Entwicklung. Und wenn wir von Entwicklung sprechen, sprechen wir auch von einem Begriff, der nicht getrennt werden kann von einer Ideologie der Ausbeutung, Ausbeutung von Menschen, aber auch vor allem Ausbeutung der Natur, der Nichtwelt, was in vielen Räumen problematisch sein kann, wo sich Menschen selbst als Teile dieser Mitwelt verstehen, sodass jede Verletzung der Natur, der Mitwelt auch eine Verletzung der Menschen selbst darstellt. Und wir sprechen auch von einem Begriff, der nicht getrennt werden kann von seinem eurozentrischen Kontext, von einer eurozentrischen Entstehungsgeschichte. Und wenn wir all diese Kritikpunkte betrachten, würden wir feststellen, dass im Grunde genommen nicht die Entwicklung Ziel sein sollte, ob hier in sogenannten entwickelten Ländern, aber ob in Ländern, die als nicht entwickelt betrachtet werden, sondern Ziel sollte eine Art von Transformation, eine Transformation im Sinne von einer Überwindung eines Wirtschaftsmodells, was auf Ausbeutung von Menschen und Natur beruht, Richtung Gemeinwohlorientierung. Die Definition von Entwicklung ist wichtig, weil, wie eingangs erwähnt, es kein allgemeingültiger
Definitionen gibt. Jede Definition von Entwicklung spiegelt die zugrunde liegenden Werte wider. Entwicklung ist werteabhängig. Ein Brite sagte, wir wertschätzen, was wir messen, und wir messen, was wir wertschätzen. Wenn für mich Wachstum wichtig ist und als zentral zu betrachten ist, würde ich auch Entwicklung als Wachstum definieren und Wachstum messen. Und wenn ich großes Wachstum erziele, bin ich sozusagen in Kongruenz mit meinem eigenen Wertesystem, und wer kein Wachstum erzielt, ist unterentwickelt. Wenn für mich Entwicklung Gleichheit ist, würde ich auch dann Indikatoren entwickeln, die Gleichheit messen. Wenn das für mich bedeutet, ein Leben im Einklang mit der Natur zu führen, würde ich auch sozusagen Indikatoren entwickeln, wie ein bisschen in Bhutan, wo Glück auch da zum Teil daran orientiert wird, dass sozusagen der Respekt auch für die Natur, wie das auch in Lateinamerika zum Beispiel in der Verfassung von Ecuador oder von Bolivien sehen, mit der Buen Vivir, wo auch der Respekt für die Mitwelt, die Natur mit berücksichtigt wird. Sozusagen, wenn ich von Entwicklung spreche, dann spreche ich von einem Prozess der Gestaltung von Veränderungen, die notwendig sind in einem bestimmten Kontext. Veränderungen, die notwendig sind, damit Menschen in einem bestimmten Kontext ein Leben in Würde und Fülle führen können. Und wenn ich von Frieden spreche, dann in doppelten Sinne, wie das auch in den letzten 5 Minuten im ersten Teil schon zum Ausdruck kam, negative Friede, das heißt, dass das Schweigen von Waffen, dass die Abwesenheit der direkten, der personalen Gewalt, aber auch die positive Friede, das heißt die Abwesenheit von struktureller Gewalt, von indirekter Gewalt. Das möchte ich vielleicht auch mit meinem ersten Beispiel verbinden. Ich habe in meiner kurzen oder langen Vorstellung erwähnt, ich komme aus dem Kongo. Ich wurde unter einer Militärdiktatur geboren. Und diese Zeit unter der Militärdiktatur hat mich sehr stark geprägt. In dieser Zeit der Militärdiktatur, in der sozusagen eine Minderheit, die an der Macht war, die lebensnotwendigen Ressourcen eines ganzen Landes für sich kontrolliert hat, wurde der Bevölkerung immer gesagt, auch wenn ihr verhungert, auch wenn ihr nicht alles habt, was ihr braucht, um euch zu entfalten, zumindest habt ihr den Frieden. Ich habe den Frieden. Ihr dürft euch sozusagen glücklich schätzen. Es gibt viele andere Kontexte, in denen Menschen den Frieden nicht haben. In diesem System der Militärdiktatur war die Gewalt systemimmanent. Dieser Macht, mit der die Sicherheitskräfte ausgestattet wurden, aber auch die Beamten auf verschiedenen Ebenen der Verwaltung. Sie hat Machtverhältnisse zementiert, die die Menschen im Alltag
zu spüren bekommen haben und die ihre Lebenschancen vernichtet haben. In diesem System war es sozusagen nicht möglich für die Menschen, ihre Potenziale zu realisieren. Und das ist die Verbindung zur Entwicklung. Entwicklung ist sozusagen an dieser Möglichkeit, dass Menschen die Potenziale, die sie in ihrem Kontext sehen, wahrnehmen und zur Entfaltung bringen, damit sie ein Leben in Würde und Fülle führen können. Aber in diesem System der Militärdiktatur war so eine Entfaltung von Potenzialen nicht möglich. Die Befriedung der Kinder beeinträchtigt durch ein System, aber das sich als friedlich angesehen hat, weil in diesem System sozusagen kein Krieg herrschte. Aber die Verhältnisse, wie sie artikuliert haben, wurden im Alltag, sie haben verhindert, dass die Menschen ihre eigenen Potenziale entwickeln. In diesem Kontext ist sozusagen der Friede, der so programmiert wurde, ich habe den Frieden, auch wenn ihr den Luxus nicht habt, das ist ein trügerischer Friede. Und dieser trügerische Friede ist auch der Nährboden für Gewalt, für die physische Gewalt. Und am Beispiel vom Kongo kann man das auch sehr gut sehen, dass diese Zeit der Militärdiktatur so viele Frustrationen verursacht hat, aber auch so viele Potenziale vergeudet hat, dass es eine Reihe von jungen Menschen gab, die zum Beispiel ihre Potenziale durch Bildung hätten entfalten können. Die Möglichkeit, etwas zu lernen, um die zahlreichen Ressourcen dieses Landes nutzen zu können. Wir sprechen ja, wenn wir vom Kongo sprechen, von einem der reichsten Länder der Welt, was natürliche Ressourcen angeht. Aber weil die Militärdiktatur so eine strukturelle Gewalt ausgeübt hat, konnten junge Menschen nicht zur Schule gehen, nicht zur Universität. Diejenigen, die zur Universität gegangen sind, konnten keine Arbeit finden. Aber man hat auch auf der anderen Seite viele Menschen im politischen Raum, die ihren Platz nicht gefunden haben in diesem System. Auch für sie sozusagen war die Realisierung der Potenziale nicht möglich. Dann kommt es zur Koalition zwischen den verschiedenen Verlierern dieser strukturellen Gewalt, sodass am Ende der Militärdiktatur Menschen begannen zunächst friedlich zu protestieren, um dieses System zu überwinden. Aber sehr schnell wurden all die demokratischen Prozesse, die eingeleitet wurden, zur Überwindung dieses Systems durch die Militarisierung eingeholt. Sozusagen die Frustrierten, die ihren Platz nicht gefunden haben in der Militärdiktatur, die Massen von jungen Menschen finden, die leicht mobilisierbar sind, weil sie perspektivlos da stehen.
perspektivlos aufgrund der Nichtrealisierung der Potenziale. Und diese Koalition hatte dann zu einem Krieg geführt, der heute noch das Land prägt. Und wir wissen, Krieg verursacht Zerstörung, Zerstörung von Leben, Zerstörung von der Natur, aber auch Zerstörung von Infrastruktur. Das, was im Kongo passiert ist, kann in vielen anderen Kontexten beobachtet werden, wo wir sozusagen es mit einer jungen Bevölkerung zu tun haben, die perspektivlos dasteht und sehr ansprechbar ist für Manipulationen von Ideologien aller Couleur. Diese Ideologien können politisch gefärbt sein, politische Parteien, Bewegungen, aber die können auch religiös gefärbt sein. Das ist vielleicht die Stelle, wo ich da ein zweites Beispiel einbringe. 2013 waren meine Kollegin und ich in Mosambik. Wir sind dahin gegangen, weil in diesen Jahren, in diesem Jahr 2013 sehr viel davon die Rede war, dass in Mosambik neue natürliche Ressourcen entdeckt wurden im Norden des Landes. Erdgas, Kohle und viele andere Mineralien. Wir sind dahin gegangen mit viel Idealismus. Wir wollten Gespräche führen mit der politischen Klasse, mit vor allem Abgeordneten des mosambikanischen Parlaments, um ihnen die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens zu verkaufen. Wir waren überzeugt, wenn ein Land wie Mosambik mit all den Ressourcen, die das Land hat, ein bedingungsloses Grundeinkommen einführt, dann wird es möglich sein, durch diese breite Verteilung, die vielleicht auch minimal sein kann, aber eine breite Verteilung der Früchte der natürlichen Ressourcen des Landes. Verteilung der Ressourcen. Es wird möglich sein, zu verhindern, dass bewaffnete Konflikte entstehen. Wir sind in unserer Mission gescheitert, nach einer Woche in Maputo. Aber nichtsdestotrotz haben wir die Gelegenheit gehabt, mit Entscheidungsträgerinnen zu sprechen, aber auch mit Vertreterinnen und Vertretern von NGOs, denen wir deutlich gemacht haben, dass für Länder wie Mosambik ist es notwendig, diesen Segen in Form von natürlichen Ressourcen zu nutzen, um A, Innovationen zu fördern, Innovationen, um zu vermeiden, sozusagen, dass so ein Land viel zu abhängig wird von solchen Ressourcen, natürlichen Ressourcen, die endlich sind. Es ist notwendig, sozusagen an die Zeit nach dem Rohstoffabbau zu denken. Und wenn die Zeit des Rohstoffabbaus nicht genutzt wird, um Investitionen zu tätigen und Innovationen zu fördern, dann kann das System zusammenbrechen. Und das war in dieser Zeit, in der auch international, geopolitisch sehr viel darüber diskutiert wurde, was alles
alle Entwicklungsländer von China lernen können. Drei Lektionen wurden immer in den Vordergrund gestellt. Die erste, das ist diese Idee von der Förderung von Innovationen, von Wissen durch Investitionen in Bildung. Aber die andere war, und das ist die beste Strategie zur Vermeidung von Konflikten, die eskalieren, die sozusagen nicht auf friedliche Weise bearbeitet werden. Das ist die Idee, dass für Einheiten wie Nationalstaaten, aber auch für andere Einheiten, es notwendig ist, Gleichheit zu fördern, Gleichheit als Weg der Gewährleistung von Frieden und Stabilität. Ausgehend von dieser Erkenntnis sozusagen, wenn du in einer Gesellschaft eine zu große Kluft zulässt zwischen Armen und Reichen, aber auch vielleicht krass ausgedrückt zwischen denen, die haben und denen, die nichts haben, dann hast du Konflikte vorprogrammiert, die jederzeit auch zu Gewalt eskalieren können. Wir können das beobachten. Gesellschaften, die durch so große Ungleichheiten geprägt sind, sind auch sehr gewalttätig. Die USA, das ist ein sehr gutes Beispiel. Südafrika, Brasilien, und wir können andere Beispiele auch dazu nehmen. Die dritte Lektion, die wir auch in diesem Kontext von Mosambik diskutieren wollten und diskutiert haben, war die Idee, dass damit es auch gelingt, mit der Mobilisierung von Ressourcen zur Förderung von Innovationen, aber auch zur Gestaltung von Strukturen, die für Gleichheit sorgen, ist es wichtig, für so ein Land so eine Art Autonomie zu fördern. Autonomie basiert auf wirklich der Idee, dass das, was der Staat an der Politik definiert, im Sinne der Gleichheit verteidigt werden muss, auch gegen andere Konstellationen, Einheiten vom Ausland vielleicht, Finanzinstitutionen oder ausländische Mächte, oder auch Banken, die andere Ideen haben können, weil sozusagen, wenn es so kommt, dass Fehlentwicklungen eintreten in einem Kontext, diejenigen vor Ort, die vor Ort sind, sind auch diejenigen, die rechenschaftspflichtig sind. Die Banken, die Kredite vergeben an Mosambik, sie treten nicht mehr in Erscheinung in der Stunde des Scheiterns. Ein paar Jahre später heute, wenn wir zurückblicken, sehen wir in Mosambik ein Land, in dem genau das Szenario eingetreten ist, wovor wir gewarnt haben 2013. Das heißt, natürliche Ressourcen, die von einer Gruppe kontrolliert werden, eine Gruppe, die die große Mehrheit ausschließt und eine Gruppe, die mit ausländischen Instanzen arbeitet, zum Beispiel Banken, Credit Suisse, die ein Riesenkredit an Mosambik vergeben hat, an Parlamentsregeln vorbei, sozusagen ohne die Regeln
von Transparenz. Und als Ergebnis haben wir einen Krieg im Norden des Landes. Und interessant ist in dieser Konstellation von Mosambik, dass die Ressourcen im Norden sind, im Norden des Landes. Die Hauptstadt ist im Süden. Dort sitzen auch die Eliten, die diese Ressourcen kontrollieren, die Verträge unterzeichnen mit ausländischen Unternehmen, die auch Verträge unterzeichnen, wenn es darum geht, Kredite aufzunehmen. Und was passiert ist, ist sozusagen dieser fehlende Integration der Mehrheit der Menschen sich rächt. Diese strukturelle Gewalt, die ausgeübt wurde durch die Verhinderung der Entwicklung der Potenziale der Menschen, sie rächt sich, weil eine Gruppe, die jetzt Religion ausnutzt, instrumentalisiert für die persönlichen Interessen, diese jungen Menschen emotionalisiert und mobilisiert, und das bringt ein ganzes Land in Instabilität. Und dieses Beispiel von Mosambik zeigt, dass in dieser Phase, in der das Land Geld bekam für die Ressourcen, die immer neu entdeckt wurden, es notwendig war, die Basis zu bilden für eine Entwicklung. Entwicklung im Sinne von Investitionen in Menschen. Das ist das, was wir meinten mit bedingungslosem Grundeinkommen. Investitionen in Menschen im Sinne von Förderung von Bildung. Investitionen in Menschen im Sinne von Förderung von Gesundheit. Aber auch von Basisinfrastruktur, die Menschen brauchen, um sich zu bewegen von A nach B. Und weil diese Entwicklung nicht eingeleitet wurde, im Sinne von Förderung der Potenziale, haben wir heute einen Krieg, eine Destabilisierung und eine Zerstörung der Lebensgrundlagen, der paar wenige Lebensgrundlagen, die es gibt, eine Zerstörung der Natur, eine Zerstörung der Zukunft. Was können wir aus diesen zwei Beispielen lernen? Was für mich im Laufe der meiner Arbeit immer deutlicher geworden ist, und was auch diese zwei Beispiele uns zeigen, ist, dass Frieden und Entwicklung nicht aus einem Tunnelblick aufgebaut werden können, konstruiert werden können. Frieden stiften bedarf eines ganzheitlichen Ansatzes. Was heißt Tunnelblick? Tunnelblick im Blick, wenn wir von Entwicklung zum Beispiel sprechen, ist, wenn ich irgendwo hingehe und ich bin überzeugt, und das hören wir auch oft hier in der Entwicklungszusammenarbeit. Ich habe Vorträge hier in Deutschland gemacht an vielen Orten, wo ich versuchte, zu Menschen zu zeigen, Tunnelblicke und Insellösungen funktionieren nicht. Wir brauchen sozusagen den Gesamtkontext. Wir müssen den Gesamtkontext vor Augen führen, um die Wirkung zu erzielen, die wir erzielen wollen. Was heißt Gesamtkontext? Gesamtkontext bedeutet, wenn ich in Bildung investiere,
muss ich zunächst mit der Frage beginnen, welche Bildung brauche ich in einem bestimmten Kontext und für wen? Das bedeutet auch, sich Gedanken darüber zu machen, wie können Rahmenbedingungen in einem bestimmten Kontext so gestaltet werden, dass Menschen, die durch Bildungswege gehen, einen Kontext vorfinden, in dem sie in Frieden leben können, aber auch einen Kontext vorfinden, in dem sie das, was sie lernen durch Bildung, auch tatsächlich praktizieren können. Zum Beispiel durch die Wahrnehmung von Arbeit, von Arbeitsplätzen. Es gibt Menschen, die ich in meine Bildungsarbeit in Deutschland getroffen habe, die mir gesagt haben, Herr Mabanza, Sie kommen mit diesen Rahmenbedingungen, Sie sprechen von Good Governance, Sie sprechen von Transparenz im Bereich von Handel, von Finanzarchitektur, Sie sprechen von Justizwesen, Sie sprechen von all dem, das ist alles zu komplex. Ich bin überzeugt, wenn ich in Bildung investiere, Menschen haben etwas gelernt und sie werden ihren Weg finden. Die sagen, nein, das funktioniert so nicht. Das funktioniert so nicht. Wenn ich in Bildung investiere und die Großwetterlage nicht stimmt, bringt Bildung nicht. Ich war einmal auch mit meiner Kollegin in Simbabwe, in Bulawayo. Das ist die zweitgrößte Stadt Simbabwes. Und wir haben dort eine Healing of Memories Zeremonie beigewohnt. Da sind Menschen, die in den politischen Unruhen der 80er Jahre in Simbabwe traumatisiert wurden. Sie wurden misshandelt von Soldaten, Frauen wurden vergewaltigt oder Menschen haben Familienmitglieder vor ihren Augen verloren. Sie sind traumatisiert. Diese Menschen brauchen Heilung. Heilung ihrer Memories, ihrer Gedächtnisse, Heilung ihrer Beziehungen zu anderen Menschen. Und der Pastor, der diese Zeremonie geleitet hat, hat uns gesagt, wie schwierig es war für ihn und sein Team, Geldgeber, westliche Geldgeber zu überzeugen, dieses Programm zu finanzieren. Warum? Weil diese Geldgeber immer gesagt haben, nee, was ihr macht da, diese Workshops zur Traumaüberwindung, das ist so rückwärtsgewandt. Euer Land braucht Schulen, Krankenhäuser, Wasserstationen, Brunnen und so weiter und so fort. Und dieser Pastor hat uns gesagt, Herr Mabanda, hören Sie, ich habe große Schwierigkeiten, den Geldgebern zu überzeugen, dass das, was wir machen, wichtig ist. Aber das ist das Zentrale überhaupt. Die Heilung von Beziehungen und von Memories. Wenn wir diese Beziehungen nicht heilen, die Traumata nicht überwinden, was passiert, ist, dass Menschen irgendwann anfangen, sobald sozusagen der nächste Anlass da ist, die nächste politische Krise da ist, geschieht die Retraumatisierung und Menschen gehen gegeneinander los und die gleichen Infrastrukturen,
die wir als Entwicklung betrachten oder als Basis für Entwicklung, die Schulen, die Krankenhäuser, die Brunnen, sie werden in Brand gesetzt. Sie werden zerstört von Menschen, für die sie gebaut werden, weil etwas nicht stimmt mit diesen Menschen. Und das ist das, was ich meine mit einem ganzheitlichen Ansatz. Das ist ein Ansatz, der Sorge dafür trägt, was muss alles an Faktoren berücksichtigt werden, damit die Interventionen, die in einzelnen Sektoren stattfinden, Sinn machen. Die Großwetterlage muss stimmen, sozusagen. Die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Das ist das Gleiche, das ist aus der gleichen Logik, aus der Friedensforschung sprechen wir sehr viel über Konfliktsensibilität. Das heißt, wenn ich in irgendeinen Kontext gehe und ich pumpe sehr viel Geld zum Beispiel in die Förderung von Landwirtschaft, mit der Konsequenz, dass Menschen, die vielleicht kleine familiäre Betriebe, landwirtschaftliche Betriebe hatten, ihre Flächen vergrößern, um die Produktivität zu erhöhen. Die Intention ist gut. Die Intention ist schön. Produktivität erhöhen und dadurch vielleicht Ernährungssouveränität gewährleisten. Aber wenn ich Konfliktsensibilität nicht mitbringe, die mir ermöglicht zu sehen, okay, es gibt nicht nur diejenigen, die Ackerbau betreiben, es gibt auch die Viehzüchter zum Beispiel, sie brauchen auch Land. Und wenn die eine Gruppe die Ländereien, die sie in Anspruch nimmt, vergrößert und die andere Gruppe nicht berücksichtigt wird, dann gibt es Konflikte. Am Ende haben wir, gewinnt niemand, weder die Ackerbauern noch die Viehzüchter. Am Ende gibt es eine Verschärfung von Konflikten und es gibt Zerstörung. Ganzheitlicher Ansatz bedeutet auch, die kulturellen Gegebenheiten berücksichtigen. Zum Beispiel, was bedeuten oder welchen Stellenwert haben Beziehungen in einem bestimmten Kontext? Und wie können Projekte, die zur Verbesserung von Infrastrukturen im Bereich Bildung, Gesundheit, Zugang zu Wasser, zu Elektrizität, wie können solche Projekte in so eine Art geplant und umgesetzt werden, dass die Beziehungen in so einer Gesellschaft nicht zerstört werden, dass sie eher verstärkt werden? All diese Fragen sind komplex. Aber diese Komplexität muss man sich stellen. Was oft passiert ist, dass von hier aus die Maßstäbe, die wir anlegen, aus unserer Perspektive plausibel sind, um auf dieses Beispiel von Zimbabwe zurückzukommen. Viele dieser Geldgeber haben diesem Pastor immer gesagt, nee, ich investiere nicht in deinen Workshops zu Traumaüberwindung, ich investiere lieber in Schulen oder Gesundheit. Das Interesse, das ist nicht das Interesse der Gesellschaft dort in Zimbabwe, das ist das Interesse der Geldgeber. Und zwar Investitionen in Bildung oder in Gesundheit, in Brunnen, sie sind nach unseren Maßstäben attraktiv, weil sie
schön kommunizierbar sind. Am Ende eines Projektzyklus kann ich sehr schön sagen, ich habe 300.000 Euro in die Hand genommen, ich habe 5 Schulen finanziert und diese Schulen haben, keine Ahnung, 300.000 Absolventen hervorgebracht. Das ist ein ganz schöner Erfolg. Das ist sehr gut zu kommunizieren und wenn ich auf Spenden angewiesen bin, lasse ich einen schönen Artikel schreiben durch meine lokale Zeitung und die Spender sind begeistert. Wir haben Schulen finanziert, sie haben so und so viele Absolventen hervorgebracht. Aber wenn ich die Komplexität berücksichtige, ist vielleicht das Ergebnis nicht mehr so eindeutig. Aber im Blick auf Nachhaltigkeit ist es besser, weil alle Faktoren, die es zu berücksichtigen gilt, berücksichtigt wurden. Menschen wurden mitgenommen. Sie eignen sich die Projekte an. Die kulturellen Besonderheiten wurden berücksichtigt. Alles, was es auch braucht an Zeit, damit vielleicht Projekte gedeihen, sozusagen sich auch mal der Zeit der Langsamkeit zu stellen. All das wird so berücksichtigt, dass am Ende etwas entsteht, was von Menschen, die vor Ort sind, als deren Projekt angeeignet wird. Sie werden sozusagen in ihrem Subjekt sein, verstärkt und dieses Subjekt werden, das Subjekt werden derer, die von einem Projekt oder von Entwicklungsprozessen profitieren sollen, das ist genau die Gage für Nachhaltigkeit. Zusammengefasst, was will ich damit sagen? Oft wählen wir den einfachen Weg, weil das andere, die Berücksichtigung all dieser Faktoren, die relevant sind, komplex erscheint. Aber ein Handel im Blick auf Nachhaltigkeit bedeutet, alle Faktoren zu berücksichtigen. Anschließend auch der, und das ist mein letzter Kommentar, anschließend der Großwetterlage, zum Beispiel jetzt sprechen wir immer mehr über Klimawandel, Umweltfragen. Das ist der äußerste Kreis, der sozusagen die Grenzen definiert, innerhalb derer wir unser Leben zu gestalten haben. Wie können wir Gestaltung von Veränderungen, die notwendig sind, in allen möglichen Kontexten. So machen das auch all dieser Faktoren berücksichtigt werden. Dahin zu kommen, ist nicht einfach, aber das ist der Weg der Zukunft, sodass für mich Handeln im Sinne von Nachhaltigkeit immer bedeutet, die Komplexität zu berücksichtigen, aber auch gleichzeitig die Handlungsfähigkeit zu bewahren. Fatal ist es sozusagen, die Komplexität in so eine Art zu berücksichtigen, dass wir die Handlungsfähigkeit verlieren. Aber die notwendigen, machbaren Schritte zu machen und diese Schritte Kriterien zu unterziehen, die auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sind, ist genau der richtige Weg, um eine Welt aufzubauen, in der
Entwicklung im Sinne von Ermöglichung von Potenzialen und Gewährleistung von Frieden im positiven Sinne. Eine Welt, in der all das möglich ist. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und stehe zur Verfügung.